Herzlich willkommen bei Einfach Schlagzeug von Time to Groove. Mein Name ist Michael Büchi und ich bin Schlagzeuglehrer und Inhaber der Time to Groove Schlagzeugschule aus der Schweiz. Schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Ich werde dir kurz erklären, worum es hier geht und dann werden wir sofort loslegen mit Spielen. Und zwar in dieser Serie Einfach Schlagzeug geht es darum, dass wir einfach starten, wie es der Name schon sagt, und dass wir miteinander spielen. Wir haben hier ein interaktives Video, das heißt, ich werde dir die Grooves zuerst vorspielen, dann kannst du versuchen mitzuspielen und danach machen wir ein Vor- und Nachspielen, da kannst du dich selber überprüfen, ob du das Gelernte schon anwenden kannst. Heute in der ersten Lektion werde ich dir den Basic Groove zeigen und zum Schluss noch ein Fill-in mit auf den Weg geben. Das klingt dann so, wie du das am Anfang zum Einstieg des Videos gehört hast. Ja klar, da musst du noch etwas üben. Das Tempo ist vielleicht noch nicht ganz da, aber ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Für den ersten Groove benötigen wir die Hi-Hat, die Snare-Drum und die Bass-Drum. Ich werde den Groove nun mal langsam spielen. Du kannst das iPad, das Smartphone zu dir zum Schlagzeug nehmen und einfach mal mittrommeln. Danach kommt das Vor- und Nachspiel. Ich wünsch dir schon mal viel Spaß damit. Jetzt bist du an der Reihe. Wir kommen schon zum ersten Vor- und Nachspielen. Ich spiele den Groove einmal vor, dann werde ich zählen und du wirst nachspielen. Wir werden das Ganze ein wenig wiederholen, damit du in einen Flow kommen kannst. Viel Spaß! Hat das gut geklappt? Ich hoffe es doch. Sonst schreib es mir in die Kommentare, ging es dir zu schnell, ging es dir zu langsam. Das nimmt mich nämlich Wunder und dann kann ich das beim nächsten Video mit berücksichtigen. So, damit das klingt wie beim Anfang des Videos, fehlt nun das Fill-in oder das Break. Das sind zwei Namen, die aber das gleiche bedeuten. Für das Break benötigen wir nicht die Hi-Hat und die Bass-Drum, sondern wir benötigen die Trommeln. Wir haben die Snare-Drum, wir haben das Tom 1, wir haben das Tom 2 und das Floor-Tom. Und diese spielen wir jetzt in folgenden Reihenfolge. Wir spielen zweimal die Snare, zweimal das Tom 1, viermal schnell das Tom 2 und einmal das Floor-Tom. Ich werde dir das nun mal vormachen. Nun bist du wieder an der Reihe. Ich spiele es einmal vor und du spielst es einmal nach. Viel Spaß!
nun hoffe ich, dass natürlich auch das gut geklappt hat bei dir. Und jetzt geht es darum, dass wir das Ganze zusammenfügen. Wir werden nun einmal den Groove spielen und dann das Break anhängen. Ich mache das einige Male, du darfst wieder mitspielen. Los geht's! Sehr gut, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Beim Einstieg des Videos habe ich den Groove dreimal gespielt und das Break einmal. Und das ist nun die letzte Aufgabe, die wir für heute uns vornehmen. Ich spiele den Groove dreimal, dann einmal das Break und dann kommt sofort wieder der Groove. Ich werde nun beim Groove mit einem Crash starten. Das heißt, anstatt dass ich die Hi-Hat spiele, spiele ich einfach ein Crash, du wirst es sehen, und nach dem Break dann wieder dasselbe, gehe ich auf ein Crash, dann bleibe ich auf der Hi-Hat, bis das Break wieder fertig ist. Okay, let's go, legen wir los. Das war's nun schon fast mit der ersten Lektion. Ich werde jetzt das Gelernte noch etwas schneller spielen. Du darfst gerne probieren, ob du mitkommst. Und sonst, don't worry, kein Problem. Einfach üben, üben, üben und dann klappt es dann bestimmt. Viel Spaß, ich wünsche dir viel Freude beim Üben und bis zum nächsten Mal.